Der Jubel ist groß, als Oberbürgermeister Sören Link gemeinsam mit zahlreichen Beteiligten den Spaten in die Erde sticht. Denn nun, gut 7 Jahre nach dem Ratsbeschluss, ist der Startschuss für den Grüngürtel Duisburg-Nord gefallen. Ich glaube, heute ist was wirklich Historisches passiert. Wir gestalten den Duisburger Norden, wir gestalten Bruckhausen neu. Und mit dem Park, den wir hier angelegt haben, der jetzt seit 2007 entstanden ist, die Abrissarbeiten sind jetzt beendet, wir beginnen jetzt mit der Gestaltung, passiert was Großartiges für die Zukunft von Bruckhausen. Für die Zukunft vom Duisburger Norden und ich freue mich, dabei zu sein. Dabei war es ein langer und durchaus schwerer Weg. Viele Jahre galt Bruckhausen als Sorgenkind der Stadtentwicklung. Grund? Die unmittelbare Nähe zur Industrie und die marode Bausubstanz sorgen für einen Leerstand von bis zu 40%. Ein großflächiger Rückbau sollte nun Platz für die Begrünung schaffen. Doch ausziehen wollten viele Bürger hier nicht. Dennoch beschließt der Rat der Stadt 2007 die Umsetzung des Grüngürtels. Ein grüner Wall, der die Wohnbebauung vom Straßen- und Industrielärm abschirmen soll. Gut 121 Gebäude mussten dem neuen Projekt weichen. Doch nur so konnte die Idee eines Puffers zwischen Industrie und Wohnbebauung realisiert werden. Ich habe viel Verständnis dafür, dass Menschen ihre Heimat verteidigen, dass sie, selbst wenn sie in Situationen leben, die wir vielleicht nicht so toll finden, dass sie trotzdem sagen, hier leben wir gerne. Und das haben wir auch respektiert. Zwar sehr. Wir haben mit sehr intensiven Verfahren versucht, auch die Gegner des Projektes mitzunehmen. Immer wieder. Und ich hoffe sehr, dass mit dem heutigen Startschuss letztlich auch die letzten Kritiker überzeugt werden können, dass sie ihren Frieden mit diesem Projekt machen und letztlich mit uns gemeinsam dann diesen Park auch beleben werden. Mehr als 500 Bäume und 80.000 Kubikmeter Erde werden in dem Grüngürtel verarbeitet. Nötig ist dafür ein Investitionsvolumen von 72 Millionen Euro. Bis 2015 soll das Projekt dann fertiggestellt sein. Dabei ist Bruckhausen nicht das einzige Beispiel für die Begrünung der Stadt. Mit Beginn der neuen Legislaturperiode will Oberbürgermeister Sören Link das sogenannte Trouble-Budget noch erhöhen. Damit stehen den 7 Stadtbezirken in Zukunft 20.000 Euro mehr zur Verfügung, die in den Unterhalt und die Pflege von Grünflächen sowie in die Reinigung und Reparatur an Gebäuden und Einrichtungen der Stadt genutzt werden können. Wir haben in den letzten oder in den vergangenen Jahren schon eine gewisse Summe Geld in den Stadtteilen, in den Bezirken gehabt, damit vor Ort schnell reagiert werden kann, wenn es um Fragen von Grün, von Sauberkeit, von Sicherheit schnelle Entscheidungen bedarf. Und diese Mittel haben wir jetzt aufgestockt, weil ich der Meinung bin, dass da, wo die Menschen leben, wo der Kontakt zwischen Politik und den Bürgerinnen und Bürgern am engsten ist, auch eine schnelle Handlungsmöglichkeit vorhanden sein muss. Wir haben über 20.000 Euro dort zur Verfügung gestellt, zusätzlich, damit eben, wenn Not am Mann ist, sofort gehandelt werden kann. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht für mehr Grün, für mehr Sauberkeit in der Stadt. Und damit steht fest, dass dies hier in Bruckhausen nicht der letzte Spaten sein dürfte, der in Duisburg gestochen wurde.